Hey Formel 1 Freaks! Wie ihr alle wisst, wird in letzter Zeit ziemlich viel über Haas und Günther Steiner diskutiert. Und das wird auch genährt von Günther Steiner selbst, der oft in den Medien seinen Gefühlen Ausdruck verleiht und sich dann nicht zurückhält und damit wird das Ganze gepusht. Aber auch hinter den Kulissen, also nicht öffentlich, spielt sich hier angeblich einiges ab. Denn es gibt neue Gerüchte, über die f1-insider.com und RTL berichtet hat. Also zwei seriöse Formel 1 Berichterstatter. Es gibt im Fahrerlager anscheinend Gerüchte, dass Mick Schumacher beinahe gar nicht in Baku gestartet wäre, denn angeblich wollte ihn Günther Steiner aussortieren. Er wollte nicht, dass Mick Schumacher in Baku startet und ihn möglicherweise mit einem der Ersatzfahrer von Haas ersetzen, das sind Pietro Fittipaldi und Antonio Giovinazzi. Und anscheinend hat Günther Steiner das schon so weit fortschreiten lassen, dass er das intern bereits mit Ferrari diskutiert hat. Und angeblich hat dann Ferrari gesagt, nein, Mick Schumacher soll in Baku starten. Sie haben ihr Ferrari-Veto eingesetzt, das können die, denn sie haben über einen Platz bei Haas die Macht. Sie können einen Platz bei Haas selbst besetzen und die Entscheidung darüber treffen. Und das muss ein Ferrari Junior sein. Und da hat Ferrari jetzt angeblich von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und somit das Vorhaben von Günther Steiner gestoppt. Aber das sind eben alles nur Gerüchte. Und um dem Ganzen mal einen Riegel vorzuschieben, haben Günther Steiner und Mick Schumacher im Vorfeld von Montreal, dem Rennen, das jetzt am Wochenende stattfinden wird, dagegen gesprochen und endlich mal ein wenig aufgeklärt. Mick Schumacher hat dazu gesagt, ich denke, dass ich die volle Unterstützung des Teams habe und das Team weiß, dass sie meine Unterstützung haben. Es gibt so viele Gerüchte, aber niemand wurde gefeuert. Ich schätze, es ist so, dass man am besten gar nichts auf diese ganzen Gerüchte gibt. Es geht nur darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und ein bisschen Glück zu haben. Ich denke, wir hatten dieses Jahr schon ein paar Mal Pech, aber wenn der Ball einmal ins Rollen kommt, dann sieht die Sache gleich ganz anders aus. Ich bin mir sicher, dass niemand hier im Team an meinen Fähigkeiten zweifelt. Die habe ich ja früher auch schon unter Beweis gestellt. Wir unterstützen uns gegenseitig sehr gut und wachsen immer stärker zusammen. Ich habe mich von Günther immer unterstützt gefühlt. Er pusht mich sehr gut. Das ist es, was ich von einem Teamchef möchte. Ja, und Günther Steiner hat ebenfalls dazu Stellung genommen und hat gesagt, das wurde hochgespielt, dass wir nicht miteinander reden. Da lachen wir drüber. Niemand außer uns beiden weiß, wie unsere Beziehung wirklich ist. Aber jeder hat dazu eine Meinung. Mick hat es im Moment nicht leicht. Und dann kommen all diese Rennen so dicht hintereinander. Erst Baku, jetzt hier und das nach den Crashes in Monte Carlo und Jeddah. Das Beste ist meiner Meinung nach, wenn er sich darauf konzentriert, keinen Unfall zu bauen. Das würde sein Selbstvertrauen noch mehr beschädigen. Aber das weiß er auch selbst. Wenn wir dann auf Strecken kommen, wo die Leitplanken wieder ein bisschen weiter weg sind, kann er hoffentlich zurückschlagen. Aber im Moment ist das Wichtigste, sauber zu fahren und Ruhe reinzubringen. Ich lasse ihn in den Rennen ziemlich allein, denn er weiß selbst, was er zu tun hat. Es bringt nichts, ihm Ziele vorzugeben. Ja, das waren mal aufklärende Worte von beiden, um diesen ganzen Gerüchten mal Einhalt zu gebieten und dass sich das Ganze mal wieder ein wenig beruhigt, denn in letzter Zeit ist Haas und Günther Steiner ziemlich oft in den Medien und wird von Journalisten belagert und mit seltsamen und provozierenden Fragen konfrontiert. Damit das jetzt endlich ein Ende hat, wäre es wirklich gut, wenn Mick Schumacher in Montreal voll abliefert und damit sie das auch machen können, sollte man sie mal in Ruhe lassen, damit sie sich voll und ganz auf den Rennsport konzentrieren können und nicht ständig abgelenkt werden von irgendwelchen Journalisten und den Medien. Ja, ich bin gespannt, was Mick Schumacher in Montreal zeigen wird. Das wird wirklich spannend und interessant. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!